So, bevor wir jetzt da durchgehen. Richtig? Richtig? Nicht bewegen. So. Sollten wir erstmal nach Terrigun angucken. Das heißt, Yalen geht jetzt jeden einzelnen unserer Helden durch und hofft einfach mal da was machen zu können. Nee, wenn dann schon mal nicht. Gerugon, auch nicht. Nicht Zaubersprechen. Dafür haben wir nicht genug Astralenergie über. So, Tirik vielleicht, auch nicht. Talana, schaut nicht gut aus. Murim auch nicht. Kurima auch nicht. Nee. Echt nicht gut. Was haben wir noch so? Irgendwas. Bronzeflaschen. Nein, die nicht. Weg damit. Die ganzen Schlüssel können alle mal zu ihr. Gegenstand benutzen. Gegenstand benutzen. Schon besser. So, schwerer Dolch. Wo waren die anderen Schlüssel? Da. Doppelbartschlüssel, das sind alles alte Schlüssel, die wir gar nicht mehr wirklich brauchen. Gegenstand benutzen. Gegenstand benutzen. Bannstaub brauchen wir nicht mehr wirklich, aber können wir später verkaufen. Ein starker Heiltrank. Den sollte Tirik bekommen. Tirik ist jetzt mit am stärksten angeschlagen. Jedenfalls prozentuell gesehen. Aber er kann noch ein paar davon essen. Komm schon. Drücken wir die Daumen, dass die Werte einigermaßen gut ausfallen. Ach, 1, 2, 3. Ah, hier liegt eine 5. Ja, sieht doch schon gleich viel besser aus. Und da wieder ein bisschen mehr Platz. Goldschmuck, Bronzeflasche weg. Keine Schlüssel. Zwei Schlüssel. Eins. Zwei. So, Gegenstand benutzen. Gegenstand benutzen. Noch irgendetwas? Magistratsdokument sollte nicht unbedingt bei unserer Söldnerin bleiben. Lieber zu ihr. Nö, gut. Das sieht schon mal besser aus. Nicht wirklich gut, aber besser. Mürm hätte noch Astralenergie, um Kurima zum Beispiel zu heilen. Aber wir sollten es lieber aufbewahren, falls irgendetwas kommt, wo wir Magie brauchen. Schloss knacken. Bitte Heiltränke. Fackeln und Öl. Das ist nicht dasselbe. Und eine Vorratskammer. Bier. Nein, danke. Noch mehr Bier. Hochprozentige Getränke? Nein. Fleisch, Wurst, Brot, vielerlei andere Dinge, die man essen könnte. Nee, wir haben eigentlich genug Vorräte. Schade. Also ja, es macht Sinn, direkt neben der Küche eine Essenskammer zu haben. Aber wir haben da doch etwas anderes erwartet. Aber von Orks weit und breit nichts mehr zu sehen. Das heißt, wir könnten uns vielleicht doch in irgendeine Ecke verkriechen und da erstmal rasten für eine Weile. Was warst du? Ein Altar mit einer Mulde. Aber ansonsten war hier nichts. Was sagt denn Tiriks Karte? Tiriks Karte sagt, da waren wir noch nicht. Also südlich halten und links in der Wand lang. Südlich halten, links in der Wand lang. Hier lang. Scheint nur Verbindungsgang zu sein. Genau, hier waren wir überall schon.
Hier war soweit aber auch nichts. Da sind nur Wände, die nicht eingezeichnet wurden. Hier wahrscheinlich auch. Aber gucken wir kurz nach Osten. Genau, hier einfach lang. Bis zum Ende durch. Ja. Sackgasse. Das heißt, wir werden irgendwo anders etwas übersehen haben müssen. Wo ging es nach oben? Hier, ne? Also, Westen, Norden, Westen, Norden, Westen, Norden. Yeah, mal schauen. Westen, Norden, Westen, Norden, Westen. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt einfach auf dem Hauptkorridor bleiben. Nicht irgendwo in Türen rein oder sonst was. Genau. Leise schalte die Treppe hinauf. Ich denke nicht, dass das Schleichen jetzt noch so wirklich notwendig ist. Fast alle Bewohner werden tot sein. Und warum ist die Tür zu? Oh. Hier waren wir ja noch gar nicht. Na gut. Knacken. Knacken. Nein. Die Tür lässt sich nicht knacken. Talana. Wir haben einen Silberschlüssel, einen Doppelbarschlüssel, einen Gusseisenschlüssel. Kupferschlüssel. Stopp. Ja, welchen Schlüssel vom Schlüsselbund nehmen? Den Kupferschlüssel haben wir doch gerade abgenommen. Wo ist der geblieben? Achso, bei ihr. Okay. Ich glaube, benutzen wir das. Was haben wir noch für einen? Der Gusseisenschlüssel war auch von hier. So. Gegenstand benutzen. Jetzt versuchen zu öffnen. Nee. Okay, Foramen, auch wenn es wahrscheinlich trotzdem nicht funktionieren wird. Talana. Ne, bleibt wirklich los. Und schlägt ebenfalls gegen die Tür. Was nicht so wirklich gut ist. Ist hier vielleicht irgendwo ein Geheimgang? Nein. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Aber das lässt sich ändern. Talana, Bewegung, Transversales. Hinter die Tür. Transversalis Teleport. So. Die Tür. Nein. Die Tür konnten wir eben nicht öffnen. Hier geht's hoch. Okay. Hier fällt uns wieder die Decke auf den Kopf. Hm? Sobald das einmal passiert, sind wir hier draußen. In dieser finsteren Ecke, offensichtlich wurde hier nicht weitergegraben, könnt ihr euch im äußersten Notfall verstecken. Oh, das klingt sehr gut. Das machen wir doch gleich mal. Wache halten. Tirik, Girugon, Kurima. Meditieren sollten wir nicht unbedingt, sondern einfach nur mal schlafen. Ja. Uffala. Ja, das haben wir auf jeden Fall gebraucht. Etwas Ruhe. Und gleich am besten nochmal. Wachen aufstellen. Girugon, Tirik, Kurima, schlafen. Ja. Einen ganzen Tag. So. Ja, das sieht gleich viel besser aus. Und anscheinend ist dieser Gang hier etwas stabiler als der unten. Gucken wir uns hier mal um. Schloss knacken. Oh. Okay. Orks, Orks. Computerkampf, Kampf berechnen, keine Magie. Drei Orks sind nicht wirklich ein Problem. Aber wenn hier unten ein Schlafsaal von Orks ist, ist hier auch bestimmt ein zweiter, ein dritter, ein vierter. Aber ist auch gut so. Je mehr wir jetzt umbringen, desto weniger können uns in den Rücken fallen, wenn wir wieder irgendwo rasten sollten.
Also raus, rechts rum, nächsten Schlafsaal öffnen. Rein da. Genau, wieder drei. Wüterkampf, Kampf berechnen, keine Magie. Also ja, es scheinen immer Dreier-Trupps zu sein, was für uns ganz machbar ist. Aber es müsste hier auch irgendwo noch Anführer geben. Müssen wir halt die Augen offen halten. Erstmal gucken wir, was hier drin ist. Schloss knacken, ein Kettenhemd, Orkschmuckstücke, Goldschmuck, Schlafgift. Und der Rest kann drin bleiben. Und 410 Silbermünzen. So, raus, links rum. Genau, und wenn es hier einen Offizier gibt, ist er bestimmt hinter der Tür da. Aber bringen wir erstmal all seine Handlanger um. Hm? Dürfte das Ganze wesentlich einfacher gestalten. Kampf berechnen, keine Magie. Nur Tirik hat einen ganz kleinen Kratzer abbekommen. Und Gwendolyn und Corima sind noch von vorher angeschlagen. Also von unserem ersten Eindringen hier in das Schloss? Festung? Ah, als ihr den letzten Gegner erledigt habt, entdeckt ihr, dass einer der Orks einen wirklich seltsam aussehenden Schlüssel verloren hat, den ihr schnell an euch nehmt. Was für ein seltsam aussehender Schlüssel. Den da. Zangenschlüssel. Okay. Nope. Was hast du Schönes? Jetzt habe ich aber genug von dem Scheißding, brüllt Gwendolyn laut und tritt mit aller Kraft gegen die Truhe und verletzt sich dabei. Na komm schon. Skraja, Orkschmuck, Heiltrank. Heiltrank auf jeden Fall mit. Und ein Lux-Schlüssel. Und 510 Silbermünzen. Also wir haben jetzt zwei neue Schlüssel. Lux und Zange. Das klingt ja sehr interessant. Aber je mehr Schlüssel, desto besser. So, und hier ist erstmal eine komische Wand, die zugemauert wurde. Hm. Knacken. Und hier bestimmt der Anführer. Nö, Ogre. Auch nicht wirklich viel schlimmer als Orks, nur größer. Und wir sollten uns gleich mal unser Elf angucken. Bestimmt wieder Bogen mit Pfeil vertauscht. Nicht warm rum. Oh. Oder wir haben keine Pfeile mehr. Ja. Was kriegt sie jetzt Schönes in die Hand? Ein Dolch? Ja, besser als nichts. Hm? So, zurück. Oh, und hier ist doch ein Korridor. So viel zu meiner Theorie. Na gut. Schloss knacken. In diesem kleinen Raum wird offensichtlich Tierfutter gelagert. In Trügen entlang der Wand liegen angefaultes Fleisch, Gemüsereste, schimmeliges Korn und erschlagene Ratten. Die Tiere, an die so etwas verfüttert wird, dürften nicht sehr wählerisch sein. Wollt ihr das Zeug näher untersuchen? Ja. Obwohl ihr selbst die fauligen Essensreste mit gerümpfter Nase beiseite schiebt, findet ihr nichts von Interesse. Andererseits ist dieser Raum so uninteressant und so leicht zu überblicken, dass es sich fast schon wieder als ideales Versteck eignet. Hm. Das ist schon mal gut zu wissen. Haben jetzt schon mehrere Rückzugsorte. Hinter der großen Tür im Norden könnt ihr deutlich Stimmen vernehmen. Hm, okay. Gucken wir mal kurz auf Tiriks Karte. Schauen uns im Süden um, ob da noch Räume sind. Wenn ja, leeren wir diese von ihren Ork-Insassen. Oh, noch eine Gangabzweigung. Das sind echt irre viele Räume hier. Und vier Orks. Vier Orks sind auch nicht so wirklich schwer. Zugegeben, sie sind ein Ticken schwerer als drei, aber hey. Aber so lange wird das reichen. Unsere Helden sind schon gespannt, was da im Norden ist. Denn wenn man genug Anführer umbringt, müssten sich die Orks eigentlich zerstreuen. Und wir finden wieder einen Schlüssel.
Und zwar diesmal werde ich ihn bekommen. Oder genommen, besser gesagt. Niemand. Ah, doch da. Ein Brillenschlüssel. Okay. Aber ja, sobald wir genug von den Anführern umgebracht haben, müssten sich die restlichen Orks eigentlich zerstreuen. Das heißt, wir sollten uns jetzt nicht zu sehr darauf fixieren, alle Orks umzubringen, sondern erstmal nur die in der Nähe. Das heißt, wenn wir jetzt da oben die Anführer angreifen, dürften nicht allzu schnell andere Orks zur Verstärkung kommen können, weil sie halt alle tot sind. So. Ja, wir können deutlich Stimmen hören. Gut, atmen wir durch und gehen gleich da rein.